Hallo und herzlich willkommen hier zur Metal-Folge hier vom Marsch, Sonntag um 7. Ja, Ernte ist voll im Gange. Wieso fährt er nicht weiter? Unser Abfahrer. Konnte sich entscheiden fürs Fahren. Hat sich freigestellt. Gut, dann fahren wir gleich mal selber. Da haben sie wieder zwei lieb. Ich stelle mal ein, wo das nicht gut geht. Die erste Reihe ist mal rüben oder noch. Und ich komme hier nicht rum. Beziehungsweise muss man hier einen Deich hochfahren, ne? Ein Stückchen. Dann versuchen zu wenden, ohne umzufallen, ne? Gut, okay. Ich weiß. Oder andere Weg wäre zu weit gewesen. Die erste Reihe ist noch nicht durch. Mit der dritten nachher, dann geht's nachher. Wenn wir zum zweiten Mal umgefahren sind, den kleinen Mann Schubs gehen, den Burschen. Das ist hier so hügelig. Jetzt sehe ich wohl nicht richtig. Ja, wie heißt das schön? Bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Aber da hätte ich wieder einsteigen müssen, rangieren und so. Ja. So. Durchhalten. Mal schauen. Ich habe schon die erste Runde gefahren. Hacknetze. Das können wir hier deaktivieren, da brauchen wir dafür nicht. Das scheint zu funktionieren mit dem Sägewerk. Oder auch nicht, hat er aufgeladen, kann auch sein, ne? Ja, das ist Folge Nummer 3. Oh, und er braucht eine Frames. Sehe ich gerade so, zwei Stück. Könnte mal einen verdunkelt haben. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Nicht gut, nicht schön. Nach langer Zeit wieder so eine Fehlermeldung. Doch zu viele. Ja. Frames da, ne? Also viel. Ja. Obwohl ich eigentlich an niedrigen Wert eingestellt habe, ne? Könnte sein, dass überhaupt nicht auffällt. So, kurz mitfahren. Und dann gleich wieder drum kümmern um den Rüben, ne? Tank ist ja voll. Gut repariert. Ist er auch. Ja, bis auf Gewicht. Ich habe glaube ich Feld 13 vergessen mit der Aussaat. Hätte eigentlich Raps rein können normalerweise. Obwohl Raps habe ich mehr als genug, denke ich mal. Dann mache ich da was anderes. Ach so, ja, Tabak. Da war ein Tabak gewesen. Beziehungsweise vermutlich mal das so war, ne? Lange her. Wollte ja ein Feld mal Tabak machen. Bin immer gespannt, ob er es so abkippt, wie ich es eingefahren habe. Ja. Ja, gut. Wie es macht, das egal. Hauptsache macht, ne? Ja, macht das halt, ne? So. Das läuft. Das läuft. Gut. Ballenpressen läuft auch. Denke ich mal. Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil Feld 12 könnte noch grasreif werden. Ne? Also von daher würde ich die Fahrzeuge jetzt gar nicht mal alle abziehen. Ne? Weil hier ist einer, der mähen könnte und da auch einer, müsste aber bei 12 anfangen. Ist noch nicht reif. Tja. Dann müsste ich mir überlegen, wo ist der jetzt hingefahren? Das ist ja auch ein Kurs, ne? Ob das gut geht? Denn hier ist nämlich kein Kurs. Wie genau
Das weiß ich jetzt auch nicht. Denn hier ist nichts. Gut, gerade da kann einen Kurs nehmen, ne? Wie bist du hier? Das haut mich ja näher. Der fährt ja irgendwo hin. Das kann nicht gut gehen. Irgendwann rauscht er im Graben rein, ne? Oder ins Wasser. Vom Meer. Ja. So, Milch. Der war fertig. Wie gesagt, könnt ihr noch gebrauchen. Könnt ihr auch noch gebrauchen? Den könnt ihr auch starten, ne? Für zwei noch nicht, ne? Mit dem Wasser. So, da fährt der eine. Schiff fährt auch. Steckt den Verkehr fest. In welchem Verkehr? Ich sehe gerade wieder ein mächtiges Abenteuer hier. Möchte ich gleich eingreifen. Beziehungsweise ich muss. Wieso will er auf 65 zurück? Dann machen wir gleich selber. Und fahren ihn erstmal gleich ab. Ich hab die Nase. Ich sehe schon kommen, dass sie im Wasser reinfahren. Ja, da geht ein Gleis lang. Warum hat er eigentlich ein Gleis gemacht? Bin eh keine Züge fahren. Könnte man sie doch sparen, ne? Oder wollte es mal machen? Und hat ja nicht gemerkt, es geht nicht oder es funktioniert nicht. Oder verursacht Fehler und wollte es nicht mehr korrigieren. Naja, gut, egal. Das war von mir so ein Gedanke heute. Die Marsch 16-fach mehr Wasser dazu und eine große Brücke Richtung kleines Festland mit einem globalen Markt, und dann kann man das verkaufen und der Rest Wasser halt, ne? Das wäre die 16-fach, ne? Junge, da kriegst du Angst, so eine Staubwolke, was da kommt. Aber keine Sorge. Keine Sorge. Hat beinahe wieder geklappt. Ja, das ist der Schnelltraktor mit 70 km/h. Das ist schon heftig, ne? Ja, normal, wenn ich selber abfahre, dann mache ich meistens auf Stopp. Ja, weil ich so eine Kurven kommt vielleicht hinterher. Bin eh fast voll, ne? Also. Lass ich mal fahren. Und ich werde mal hier anschalten, aber ich sehe schon kommen, dass er wieder nicht so macht, wie ich das will. Er fährt hinterher und das ist den Augenblick gleich wieder stehen. Jetzt aber. Junge, das kann nicht gut gehen normalerweise. Wenn die auf den Deich fahren, dann kriegt man Angstzustände. So, Gras ist mal durch. Einmal schwatten wollte ich noch. Fällt mir gerade so ein. Die haben noch keine erste Runde geschafft komplett. Doch eine Runde schon, aber der zweite so eine. Ich sehe gerade was. Das sehe ich. Junge, bist du wahnsinnig? Muss das sein?
da doch einer hin. Also ich fahre jetzt nicht, ne? Ja, auf dem Feld ist er mit 70 km eingestellt, das ist natürlich ungünstig. Junge! Gibt's doch gar nicht. Runter auf 50. Und noch langsam normalerweise. Also ich sehe schon mal irgendwann mal einen Traktor zurücksetzen, weil er im Wasser ist. Obwohl, Auerreif glaube ich und Kursblöd, die fahren trotzdem weiter. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die fahren weiter. Kein Holzweg, dass man das vorbeifahren möchte. Nee. Stuhl weitergefahren. So, egal. Ich fahre mal zum nächsten. Der macht ja auch 70 km/h, stimmt ja. Der hat sich freigestellt, weil er hat immer blockiert und konnte nicht fahren. Muss ich raus. Runter vom Feld und nach Rüben, damit ich hier was machen kann. Weil er fährt nämlich genau auf den anderen zu. Ist ungünstig. Krähen, ja. Ja, ein Deich und die Gleise gehen durch. Aber wie gesagt, der Deich hat eine andere Funktion. Ich sag mal, dient eher dazu, die Sichtweite automatisch zu blockieren. So zum Beispiel, man sieht nicht zu viel in der Ferne und dadurch wird die Performance geschont. Den fahren wir Richtung 12. Bin mir nicht ganz sicher, ob reif wird, aber ich gehe von aus. Gehen wir mal aus. Feld 12 ist ja schon hier vorne, ne? Guck mal eine Karte rein. Gras. Welche Farbe das hat und Reife gerade? Reifen? Oh, hellgrün. Ja, dann könnte es sein, dass nicht mehr reif wird. Ist eher unwahrscheinlich. Ja. Na ja, gut. Könnte sein, muss aber nicht. Genau. Ob meine Bäume reif werden? Ich glaube nicht. War glaube ich voll. Scheint nur zu funktionieren, ne? Das scheint. Mal eine kleine Cut anmachen, können wir sehen. Ankommt der nächste. Da unten ist auch einer.
Ist ja auch ein kleiner Anhänger, wenn ich überlege, müsste ich kurz umrüsten. Ne? Da ist ja eine Werkstatt. Ja, mitfahren und dann bei der Werkstatt entsprechend umrüsten. Damit hier mehr reingeht. Beziehungsweise werden wir gleich einsteigen, mitfahren, also selbst fahren, ne? Und dann einen anderen Weg nehmen gleich und dann bei der Werkstatt halt, ist ja hier gleich um die Ecke eh eine und da können wir gleich voll machen. Trifft sich ganz gut. Aber mit Schaf wird schön abgeerntet, ne? So, Werkstatt und dann gleich auf. Ich glaube 52.000 ungefähr gehen rein. Es war etwas unrealistisch, Anführungszeichen, aber sind wir gar nicht fertig. Müsste doch eigentlich noch zwei Traktoren dazu nehmen mit zwei Anhänger. Diese gelben, die sind ganz gut. Keine große, die Höhe nicht so übertrieben. So. Habe ich festgelaufen. Stromkasten. So. So, 46 geht noch rein. Hauptsache der Anhänger nicht leer. Nee, ist was drin. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Hat er kein Gewicht? So. Auf geht's zum Abladen, ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal ein bisschen mitnehmen, ne? Da kommt keiner. Okay, dann können wir mal entlasten. Nur nicht leer fahren. Hier ist weit weg. 17. So, liebe Zuschauer, das soll es halt auch schon für heute wieder gewesen sein. Ja, auch schon wieder die Zeit um. Ja, aber der Rübenänder geht schnell. So, ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Marsch. Tschüss.